guten Morgen, ich bin auferstanden. Es ist jetzt, glaube ich, 7:30 oder so. Und guck mal, heute hier ist es ein bisschen wärmer als gestern. Ich glaube 6,5 Grad oder so jetzt gerade hier. Also keine Ahnung, Temperaturen waren besser. Also ich habe auch überhaupt nicht gefroren, kein Stück. Aber hier, hier kommen ganz viele LKWs und Autos vorbei und so weiter. Die haben mich die ganze Zeit genervt und wachgehalten. Ich habe heute Nacht nicht so gut geschlafen deswegen. Also heute Nacht war, weiß ich nicht, alle paar Minuten kam ein LKW oder so vorbei. Und jetzt kommen hier ganz viele LKWs und so vorbei, die hier rumfahren. Die haben die ganze Zeit genervt und so. Das war voll scheiße. Naja gut, ich werde jetzt hier aufstehen, meine Sachen grob zusammenpacken, dann hier Kaffee trinken, Zähne waschen und dann und danach zum Bahnhof hinlaufen. Genau, das mache ich. Genau, ich zeige euch da mal meinen Schlafplatz. Und zwar hier. Hier ist seine Bushaltestelle. Georg-Böll-Straße. Ich hatte schon wieder ein nerviger LKW. Also ja, guck mal. Hier ist mein Schlafplatz. Da habe ich heute geschlafen. Das war voll nervig mit den ganzen LKWs und Autos und was hier rumfährt. Das hat die ganze Zeit Krach gemacht und mich wach gehalten und so. Bin ein bisschen müde. Das heißt, ich werde später zu Hause meinen Schlaf nachholen. Und ansonsten gab es einen einzigen Besucher, der mich gefragt hat, ob alles in Ordnung ist, ob nicht alles, ob mir zu kalt wäre oder so. Das war's auch schon. Aber nee, von der Temperatur her fand ich das angenehm. So, jetzt erst ein erstes leckeres Guten Morgen Bier trinken. Zum Bier trinken. Ich muss sagen, dass das vorletzte Bier war und weil ich keine Ahnung schon in Oldenburg bin, weiß ich, ich glaube von der Biermenge war das perfekt gewesen, perfekt einkalkuliert. Finde ich gut. So, ich mache gleich hier meine Kaffeemaschine an, nachdem, ja, währenddessen ich jetzt gerade dieses Bier trinke. Das mache ich jetzt. So. Hier. Erstmal dieser Inhalt von dieser Spritflasche, wo Spiritus drauf steht, hier reinmachen. Damit ein Scheißfeuerzeug hier rein. Es muss erstmal angehen. Genau hier dran machen, also anmachen. So, jetzt dieser Topf hier drauf machen und jetzt richtiges Leitungswasser hier rein gießen. Und jetzt hier, ihr wisst schon, was das ist, oder? Dieser Kaffeepad, genau, da wo Kaffee drin ist, den hier reinschmeißen. Ich benutze das hier jetzt hier zum, damit dieser Kaffee viel schneller kommt. Das ist auch so laut mit den ganzen Autos und hier LKWs und so weiter. Das ist für heute voll nervig gewesen, hier über diesen Krach hier zu schlafen. Seit 4 Uhr morgens war das hier ganz schlimm irgendwie. Die ganz vielen Fahrzeugen. Hier laut Komoot sollte ich vorgestern und gestern zusammen, also beide Tage, 63,8 Kilometer gelaufen sein. Mal prüfen, wie viele Kilometer es heute noch werden, weil guck mal, wie groß hier Oldenburg ist. Also ich bin da, wo dieser rote Punkt ist. Und da gibt es auch keine Ahnung, wie weit das noch dauert bis hier nächster Bahnhof, aber prüfen, wie viele Kilometer es noch werden. Ob da die 70 vielleicht voll gehen, das weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber erstmal gleich hier einen Kaffee trinken. Wenn hier Dampf von der. Ja, genau, von der Dampf rauskommt. Dann wird Kaffee getrunken erstmal. Genau das passiert dann gleich. Hier, guck mal, Blasen kommen. Das heißt, Kaffee kocht.
Und jetzt, weil Kaffee kocht, mache ich das hier, den Kaffeepad gegen die Wand und so weiter. Damit, das immer brauner und brauner wird. Genau. Und dann ist gleich Kaffee fertig, nachdem das genug braun ist, also dunkelbraun. So richtig dunkel. So braun muss das werden. Dann ist der Kaffee fertig. So, und jetzt, wo das hier braun genug ist, das Wasser, kommt das jetzt hier drauf. So, und jetzt, hier. Zuckerwürfel. Und hier. Genau. Da, wo Weiß drin ist. Also kommt jetzt Weiß auch rein. Und weil das noch zu warm ist, und auch wegen der Thermostasse, und das zu lange warm hält, und ich keinen Bock habe, hier ewig rumzusitzen, mache ich dann auch so ein bisschen kaltes Wasser rein. Genau. Und jetzt umrühren. Und jetzt ist Kaffee fertig. War da ein richtig dicker Rauchen, als ich den Peter Egon sah. Das sah lustiger aus mit der Kippe im Maul. So, die Sachen sind gepackt, Zähne sind gewaschen und Kaffee ist getrunken. Und jetzt Wanderung zum Bahnhof Start kommt. Ich habe keine Ahnung, wo mich das hinführt, aber ich laufe jetzt nach da lang. Guck mal, das hier vorne, das ist eine Autobahnbrücke, die sieht so voll fett aus. Und da laufe ich jetzt unten durch. Das mache ich jetzt. Unter dieser, Autobahnbrücke. Genau, da unter laufe ich durch. Guck mal, ich habe den verschmierten Kombi oder wie der Laden da heißt, gefunden. Und da werde ich, ich glaube, ich werde mir doch nochmal einen letzten Träger kaufen gehen. Bier. Das werde ich einmal dort kaufen gehen und vielleicht noch mehr Sachen. Das mache ich jetzt. So, ich habe gerade Bier gekauft. Das heißt, ich werde gleich Bier trinken. Das werde ich gleich machen. Wirklich. Ich laufe jetzt durch Oldenburg. Und ich habe keine Ahnung, wo hier dieser Bahnhof ist. Und deswegen laufe ich einfach planlos durch Oldenburg durch. Das hört sich gut an, oder? Hier, guck mal. Ich habe hier einen Berlin-Döner gefunden. Und ich frage mich, ob der genau denselben Döner macht wie Berlin-Döner aus Sattrum. Falls ja, dann würde ich mich freuen und ich werde da gleich Döner fressen. Warte, hier, guck mal, wir haben, wie heißt das nochmal? Hier steht irgendwas drauf von 10.53 Uhr. Und der hat um 11 Uhr offen. Und da steht drauf, Montag Dönertag. Das heißt, ich kann einen für 3 Euro anstatt für 4 Euro holen. Deswegen werde ich da jetzt Döner kaufen gehen, wenn 11 Uhr da ist. So, ich habe gerade diesen Döner gekauft und jetzt bin ich auf der Suche nach irgendeiner ranzigen Bank, wo ich den mal ausprobieren kann. Um zu prüfen, ob dieser Döner hier genauso schmeckt wie der von Sottrum. Zu Thema Sottrum-Döner, ich bin ja mal hier ist es doch mal. 80 Kilometer von Bremen nach Sottrum und zurück, also Gesamttour 80 Kilometer, gelaufen, hier Gurken so uns empfohlener Döner von Sottrum da auszuprobieren. Und der hat mir gut gefallen. Und deswegen dachte ich, vielleicht macht dieser Berlin-Döner auch genau diesen Döner. Das würde mir eine Freude zubereiten, wenn das dasselbe sein sollte. Das würde ich voll cool finden und so. So. Ich habe jetzt gerade eine Steinmauer gefunden, wo ich drauf sitzen kann. Und jetzt werde ich diesen Döner hier probieren. So, ich habe ein paar Stücke abgebissen. Und ich muss leider sagen, dass dieser Döner eine ganz andere Rezeptur hat.
Es ist leider nicht dasselbe. Und ich finde, das ist so ein richtiger Geht-so-Döner. So ein Durchschnittsdöner irgendwie. Also, der haut mich irgendwie nicht um oder so. So ein. Ja, sehr schade, ist halt so, ne? So, ich habe gerade Döner aufgefressen und jetzt weiter zu gelaufen. Hier, guck mal! Fluss! Oh, ich bin so dumm, dass ich nicht mal weiß, dass das für ein Fluss ist. Deswegen, ja genau, ich nenne das Fluss, weil das schwimmt hier rum. Deswegen, ich bin jetzt hier. Sehr gut, oder? Hier, ich wollte hier über diese Brücke hier rüberlaufen. Und hier, guck mal. Hier ist so eine verschmierte Kacktreppe. Das ist eine Treppe mit Schwierigkeit. Das ist für hier, da muss ich meinen Scheißwagen in ja dieser Treppe mit Schwierigkeit hochschieben. Das werde ich jetzt machen. Guck mal, hier oben, da ist so ein Schild hier nach Richtung Hauptbahnhof. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob das mich dahin führt. Deswegen laufe ich da lang. Also nach da lang. So, hier Ziel erreicht. Ich bin jetzt hier an diesen Hauptbahnhof hier in Oldenburg angekommen. Und ich glaube, ich mache Folgendes. Ich suche mir gleich eine Bank raus, vielleicht, keine Ahnung, da hinten oder so. Und wenn ich dann eins gefunden habe, also eine Bank, dann werde ich noch hier diese halbe Bierflasche noch leer trinken. Und wenn das passiert ist, dann werde ich gleich Ausschau nach einer Fahrkarte machen. Und ja, und dann? Genau, und dann fahre ich nach Bremen zurück. Das mache ich jetzt. Guck mal, laut Komoot sollte ich 71,8 Kilometer zurückgelegt haben. Die ganzen letzten drei Tage. Also von Bremen bis nach also von mir zu Hause bis nach Oldenburg. Also sprich, gerundet sind das dann 72 Kilometer. Aber da ich von, oder mal gucken, weiß ich auch gar nicht. Ich muss mal gucken, ob ich im Bahnhof aussteigen muss oder bis das Bahnhof, also im Hauptbahnhof Bremen aussteigen muss. Oder im Bahnhof Sebaldsbrück aussteige. Wenn ich im Bahnhof Sebaldsbrück aussteigen sollte, dann werde ich von dort aus bis nach Hause zu Fuß laufen, sodass ich dann 2 Kilometer rechnen werde. Aber für den Fall, falls ich im Bahnhof aussteigen sollte, dann muss ich mir überlegen. Also entweder laufe ich dann vom Bahnhof aus wieder zurück nach Hause, was, keine Ahnung, 5-6 Kilometer entspricht, oder ich fahre mit der Straßenbahn. Muss ich mal gucken, wie ich dann gleich später Lust habe. Ich glaube, genauso mache ich das. So, mein Bier ist fast bald ausgetrunken. Ich habe noch, keine Ahnung, so viel. Und wenn das ausgetrunken ist, genau, hier. Hier sieht man diesen Strich, so viel habe ich noch. Und wenn das ausgetrunken ist, dann werde ich... Dann werde ich zum Bahnhof reingehen und dort nach der Fahrkarte suchen. Genau. Ja, eine Fahrkarte kaufen. Und mal gucken, wann dazu kommt. Damit ich da reinsteigen kann und nach Bremen fahren kann. So, ich bin auf dem Bahnsteig und der verschmierte Zug kommt an. Und ich werde da jetzt einsteigen und dann gleich nach Bremen fahren. Ich bin hier im Hauptbahnhof und jetzt umsteigen zum anderen Gleis und dann nach hier Bahnhof Sebaldsbrücken zu fahren. Mein Zug kommt an, jetzt einsteigen. So, ja, ich bin in Bremen Sebaldsbrück angekommen und jetzt ganz stressig diesen Wagen hier runterschieben.
und dann nach Hause laufen. So, ich bin jetzt hier fußläufig auf dem Weg nach Hause von Bremen, Seewaldsbrück, von diesem Bahnhof da. Zurück nach Hause. Und weil ich gerade keine Ahnung habe, worüber ich gerade erzählen kann, würde ich sagen, sieht man sich gleich, wenn ich gleich wieder zu Hause angekommen bin. Bis gleich. So, ich bin schon wieder zu Hause angekommen. Und laut Komoot sollte ich ja aufgerundet 72 Kilometer gelaufen sein. Und von Bahnhof Seewaldsbrück bis zu mir nach Hause sind es jetzt rund 2 Kilometer. Deswegen rechne ich die noch drauf. Und von daher bin ich insgesamt 74 Kilometer gelaufen. Und das war voll cool Tour gewesen. Muss wiederholt werden und so. Das werde ich noch öfter machen, sowas. Genauso eine Touren wie jetzt. Wie das hier. So ungefähr plus minus. So, ich bin gespannt drauf, wann ich das nächste Mal eine solche Wanderung wieder mache. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer verschissener Natururin. Ich werde mich jetzt spontan hier hinlegen für ein paar Stunden. Zum Schlafen. Weil hier warm kommt. Genau so schlafe ich jetzt gerade hier in dieser Sparkasse. Bis morgen.